sage ich mal, ein Pokémon durchgespielt, ohne Starter-Pokémon bis zum Ende mit dabei gehabt zu haben? Inwiefern, dass ich es direkt weggepackt habe, weil ich das sollte? Ja. Oder dass ich irgendwann gesagt habe, ja, nö, jetzt ist nicht mehr so geil. Ja, dass du halt zum Beispiel die Pokémon-Liga nicht mit deinem Starter-Pokémon zu Ende gemacht hast. Ja, bei Schwarz und Weiß 2. Okay. Da habe ich nämlich in der ersten, hatte ich wieder den Feuerstarter genommen, hatte dann ein Fairpokel, großes Feuer, Wildschwein, was cooles. Ja. Und dann hast du, ich weiß schon wieder, wie der deutsche Name ist, Oshawott. Okay. Das ist so eine Art Otter halt, wie der Name vermuten lässt, mit so einer Muschel, wo er so eine Klinge war. Das ist ganz cool so, ne? Und das entwickelt sich halt weiter zu so einem hässlichen, vierbeinigen Ding. Mhm. Und das fand ich dann so kacke, hab dann gesagt, yo, du fliegst jetzt halt raus. Bei Schwarz und Weiß Teil 2 halt. Okay, bla bla bla, willst du flicken? Fluggerät kann man für neue Pokémon begegnen, bla bla bla, unsere Freunde werden wollen. Ja, guck mal, was auf sehen und so. Ja. Da können jetzt alle Sachen bei uns. Das weiß ich nicht. Wir fragen jetzt mal was auf. Hey, du bist echt unterbrochen für unsere Achse. Würde ich dich für den nächsten Abend hervorragen, nämlich dir eine neue Technik bei mir. Ist klar. Das ist ja leiser. Eisenschweif. Ja, easy. Ja, dann die Fernseher. Yeah! Marasa fahren sie auf. Der freut sich richtig. Er ist die Fun. Ja, super. Ja, wie denn? Aha. So wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, wie denn jetzt hier? Das wäre hässlich, ne? Ich finde den super. Nein, deswegen würde ich ihn wahrscheinlich schon trainieren. Das ist halt so das Ratzpass, wie so ein Ratzpass. Was macht der jetzt? Keine Ahnung. Shut up and take my money. Shut up and take my money. Ich glaube, ich werde stärker. Wenn ich Krafttraining mache. Oder Vitalität. Okay. Oder Tech. Ja, der braucht 1000. Krebskorps! Elektrik! Für Sicherheit. Elektrik! Polita? Kann sein, dass wir dann vielleicht auch, wenn wir nicht hingucken, trotzdem den Gegner treffen. Könnte sein. Rasaf! Rasaf! 1000 Beeren! Nein! Das ist bestimmt irgendwie die zweite Stufe. Vielleicht hast du bei Elektrik schon was gelernt. Kann das sein? Ja, den Donnerblitz hatten wir. Naja, siehst du, bei den anderen ist das erste wahrscheinlich immer 350. Hm. Die nächste Stufe ist dann 1000. Das klingt tatsächlich logisch. So, jetzt hat er mir nur gesagt, kann ich jetzt hin? Na, wir werden. Ach, du hast immer noch. Ach, nee, hier. Knocknobon, glaube ich, heißt das. Mhm. Das ist auch so fast ein Pokémon. Cool. Cocknobon. Cocknobon. Chris Bosch nehmen wir jetzt einfach, okay? Okay. Mit deinem gelben Körper, wie spricht der? Ja, so ist okay, mal einfach. Wir können ja nicht immer nur so abgefuckt sein. Naja, mit deinem gelben Körper und diesen roten Wangen wirkst du alles andere als stark. Aber es heißt, du hättest Bisaflor und Empoleon bezwungen. Logok, Lukok, der Meister der Magmazone, scheint dich sinken. Magma, auch ein geiles Pokémon. Magma. Hier darfst du durch. Geilste Pokémon-Folge auch mit Glugok in Magma. Der Kampf da ist immer echt episch, Alter. Richtig gut. Der war wirklich cool im Anime. Das war echt cool. Cool, jetzt sind wir jetzt zur Steinzone. Oh, ich hoffe auf Dicta. Dicta ist cool. Dicta und Dicta finde ich hammermäßig. Blühenzone heißt es, okay, nicht Steinzone. Okay. Onyx. Onyx. Onyx finde ich auch richtig episch. Mhm. Pantimos ist das. Pantimos ist so scheiße. Pokémon über. Pantimos ist so creepy, Alter. Das ist in Berlin auch nur noch gespawnt am Ende bei Pokémon Go. Oh, Relaxo! Ja, nice. Mein Spirit Animal, Alter. Geil. Guck mal, jetzt wird es doch spannend hier langsam. Ja, wir Relaxo gesehen haben, ja. Oh, was steht da am Schild? Die Höhlenzone. Durch Reisende zur Magmazone begeben sich bitte zur Lucha. Ah. Die Seite ungefähr. Also ich glaube, ich hatte geplant, dass wir die Magmazone auch noch fertig machen. Also wir haben noch was vor uns. Ja, die kommt dann danach. Hör mal, ich stecke gerade ganz fürchterlich in der Klemme. Ein Schienenstück ist abhanden gekommen und nun kann die Lore ihre Fahrt in die Magmazone nicht mehr aufnehmen. Kannst du mir nicht helfen, das Schienenstück ausfindig zu machen?
Die Zubat können dir dabei behilflich sein, die Fährte aufzunehmen. Sie flattern ständig hier herum und wissen daher recht gut, was in dieser Zone so alles geschieht. Sie haben zweifelsohne ein paar gute Hinweise für dich. Pantimos. So hässlich. Das ist so hässlich. Und Pantimos ist zu Hause alleine mit deiner Mom, also mit Ash. Und wird wahrscheinlich, sie bangt wahrscheinlich Pantimos. Sie bangt Pantimos. Ja, ich glaube schon. Hat denn Pantimos ein Geschlechtsteil? Das kann sich irgendwie auf jeden Fall wenn nicht, haben. Na, oder sie. Oder er macht einfach eine unsichtbare Oder Ash Mom hat sich einen Umschnitt-Dildo umgesetzt. Nee, ich glaube, Pantimos kann einfach mit Barriere einen unsichtbaren Dildo machen. Mhm. Ich glaube, das geht. Das sind auch die Themen, die Zuschauer jetzt hören wollen. Na dann, welche Uhrzeit haben wir jetzt? Ja. Weiß ich nicht. 22:30 für die, die es interessiert. Vorsicht, aber kaum mal, das ist gut. Also die hat er Raketen am Kopf? Tatsächlich, ohne Scheiß, ist die letzte Entwicklung angelehnt. Es ist so eine Art Dinosaurierdrache, der tatsächlich sowas von einem Düsenjet haben soll. Aber das ist wirklich cool. Also an sich, auch so dumm ist es jetzt. Knackrack. Aber irgendwie finde ich ihn trotzdem cool. Ja, ist er auch. Also Knackrack, auch die letzte Entwicklung ist richtig cool, Mann. Gibt's auch bei, kannst du auch nehmen bei, na, wie heißt es denn? Pokémon Tekken. Okay. Da gab es super wenig irgendwie, ne? Bei Pokémon Tekken einfach. Relativ, ja, leider. Schade. Hast du es eigentlich? Ja, klar. Das können wir noch sagen. Mhm. Okay. Willst du sprechen? Nee, mach doch mal. Vorsicht! Mein Freund und ich spielen hier mit der Lore herum. Das ist nicht ganz ungefährlich. Aber die Lore benutzt ja jetzt eh keiner, solange das Schienenstück fehlt, oder? Nur keine Panik. Wir geben sie schon zurück, wenn das Schienenstück wieder auftaucht. Whatever. Whatever. Whenever. We're meant to be together. Oh, Flo Kiefer. Flo Kiefer. Flo Kiefer. Die erinnert mich so ein bisschen an Bayonetta. Ja, das kommt doch hin. Du bist nicht von hier wie. Reden wir eigentlich alle Weiblichen jetzt singend? Ja, anscheinend schon. Okay. Du bist nicht von hier wie. Was machst du hier in der Höhlenzone? Du sollst wegen der heißen Quelle hier sein, muss ich dich enttäuschen. Seitdem die Erde hier gebebt hat, Sehnen nämlich versiegt. Und darum geht es dir gar nicht und bist auf dem Weg in die Magmazone, um Luke zu treffen. Das wundert mich nicht. Deshalb sollte sich auch jemand freiwillig in die Düsternis der Höhenzone begeben. Wo doch selbst ihre ursprünglichen Bewohner Reißes nehmen. So, rein am Ende. Ja, das war echt gut. Das hat mich gerade sehr tief berührt in meiner Seele. Nicht nur in deiner Seele. Oh, Machomai! Glanzstein! Oh, jetzt sind sie ja ein paar coole Pokémon, ey. Glanzstein! Glanzstein! Ich habe Verständnis dafür, dass du Knogger seine Aufgabe ernst nimmst, die Bären zu bewachen. Aber übertreibt es ein wenig, oder? Was? Die Geschichte mit der Machomai-Karte hast du dir erzählt, ne? Nee, ich glaub nicht. Das ist meine erste Glitzerkarte bei Pokémon war. Mach's rein, oder? Und ich so ein typisch dummes, naives Kind war, was dann auf die Rückseite von Machomai ein großes B mit einem Kugelschreiber gekritzelt hat. Wow, bist du dumm, Alter! Aber jetzt pass auf. Was noch? Ach so. Der Gag an der Sache war, dass ich dann auch, obwohl ich es beschmiert habe, dieses Machomai getauscht habe gegen viele andere Karten. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich unbedingt alle 150 Pokémon-Karten haben müsse. Also alle. Ah, Insta. Doch, das hast du mir schon mal erzählt. Aber erzähl jetzt weiter. Also für euch noch als restliche Info. Letztendlich habe ich dann also irgendwann auch wieder Machomai gebraucht letztendlich und habe bei einer ganz wildfremden Person Machomai zurückgetauscht und Tatsache mein eigenes zurückbekommen. Das ist echt cool. Das war echt super. Also wirklich dieses hässliche B beschriftete Pokémon, das ich auch immer noch habe dann dadurch. Ich könnte mich immer so dafür schlagen, aber letztendlich Wo ist denn Kleinstein? Eine gute Story. Ja, aber wirklich eine coole Story, also was es für Zufälle gibt. Knogger ist auch so ein geiles Pokémon. Oh, Knogger ist super gut. Knogger ist episch. Stimmt, Knogger war auch eins noch meiner Lieblingspokémon. Ich hatte Alola-Knogger auch in meinem. Alola-Knogger finde ich sogar tatsächlich besser als normale Knogger. Okay. Ich hatte Alola-Knogger auch in meinem. Wie fandst du eigentlich das neue Pokémon? Wunderbar. Ja. Ja. Also ich hatte vielleicht, meine Erwartungen waren sehr hoch und sie wurden ein bisschen enttäuscht. Aber ganz ehrlich, meine Erwartungen waren einfach zu hoch für das Spiel. Ja. Oh, was ist das? Ich habe es nicht gefunden. Krass. Es war einfach zu hoch für das Spiel, aber es war wirklich doch so eins. Wenn ich das beste Pokémon-Spiel seit sehr lange, also wirklich. Oh, okay. Das hat er viel anders gemacht und mit Konventionen gebrochen und dadurch war es einfach wieder ein bisschen erfrischend. Ja. Ne? Okay, aber wo soll er jetzt sein? So, jetzt muss er mal helfen. Ja. Wir wollen ja Kleinstein. Würdest du denn sagen, dass Pokémon auch anspruchsvoll ist oder ist es schon eher einfach? Nee, also sie machen es tatsächlich immer einfacher. Das kotzt mich auch an bei Sonne und Mond, wie sie es da gemacht haben. Da hast du nämlich jetzt, wenn du ein Pokémon schon einmal besiegt hast,
schon einmal gegen es gekämpft hast, dann siehst du auf dem Attackenbildschirm, wie du die Attacken auswählen kannst. Oh, nicht dumm, hier ist es doch. Wo du es auswählen kannst, die Attacken, da steht dann jetzt mittlerweile, ob das effektiv ist und möglich ist oder nicht. Ja. Früher war es halt, du musstest dir das echt merken bei den ganzen Typen und so weiter, ne? Und welche, wie das jetzt zusammenspielt und wie die Aktivitäten sind. Ja, das kommt sich halt hart an, so, weil das kannst du nicht unbedingt ignorieren. Ja. Weil wenn du auf dem Bildschirm siehst, dann siehst du es ja. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich mach mir das irgendwie anders oder ich stelle das aus. Das ist wie so eine Funktion, wie, ich meine, letztendlich ist es meistens gut gewesen, aber ich dachte mir zum Beispiel beim letzten Hitman-Teil, jetzt nicht der aktuelle, ja, da hast du halt auch so eine Funktion, dass du die Leute durch die Wände erkennen kannst, kurzzeitig. Okay, so das wie war, bei Batman. Ja, genau. Und das fand ich erst so, das wird die Sache wahrscheinlich zu einfach machen, aber hat es zum Glück da nicht gemacht. Also es war trotzdem ein wichtiges und gutes Feature. Und wenn das halt so eingesetzt wird, ist es ja okay, aber es gibt halt viele Sachen, die es zu einfach machen. Okay, also ich finde, also beim Kampfsystem hätte das blöd und ich muss aber auch sagen, du kriegst ja seit X und Y kriegst du relativ sehr früh den EP-Teiler und der EP-Teiler funktioniert jetzt anders als früher. Mhm. Früher hast du ja die besiegten MP, die du bekommen hast, wurden ja einfach geteilt durch alle. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile bei dem EP-Teiler so, dass du die XP, die dass du die XP, die ein Pokémon bekommt, genau dieselbe Anzahl von XP bekommen alle anderen Pokémon auch. Das macht das natürlich jetzt hammer einfach, die Pokémon zu trainieren. Was ist denn hier los? Lass mich erstmal werfen, bevor du spielst. I hope you're ready for beating! Yeah! Du hast, also ich fand dich halt am Anfang echt scheiße und dann bist du am Anfang, wenn du das von Anfang an benutzt, auch sehr schnell zu stark. Mm. Hab dann aber gemerkt, dass es, also bei X und Y war das krass, du warst viel zu stark. Deswegen habe ich den dann irgendwann noch ausgestellt, aber bei Sonne und Mond haben sie auch generell das dann angepasst. Also du musstest dann, ich hab den dann, so nach der Hälfte des Spiels ungefähr, habe ich den EP-Teiler wieder angemacht, weil du sonst auch keine Sonne gesehen hättest. Mm. Gegen die anderen Trainer und das fand ich dann auch in Ordnung. Aber ich finde, du hast ihn wirklich rausgenommen, krass. Ich finde es immer schwierig, Sachen, die mir helfen, zu ignorieren, auch wenn ich sie doof finde. Ja, ich auch. Das ist wirklich so, ich meine, ich weiß, dass es gerade scheiße ist, aber es wird mir halt gegeben. Mhm. So, und... Volteros, du musst mit sprechen. Wow. Volteros, seit die heiße Quelle versiegt ist, lassen sich kaum noch Teilnehmer für mein Spiel hier blicken. Und ich blase Trübsal. Ich erlebe eine Rezession. Weißt du, was das heißt? Nun eine Phase konjunkturellen. What the fuck? Rückganges. Immer noch nicht verstanden. Die Lage ist ernst. Die Teilnahme am Plattendreschen kostet 20 Beeren. Man, du lässt ihn wie IA von Winnie Pooh. Das gleiche habe ich mir auch gehört. Nun, komm herüber zu mir. Aber ich finde, er sieht so langsam aus. Ist auch irgendwie, glaube ich. Aber schon mal nach. Platten hinter Walteros an Sandpute. Das ist vielleicht 4000. Nach Spielbeginn kannst du mir den Ball abfeuern. Okay. Für jede Platte, die du triffst, erhältst du Punkte. Triffst du dieselbe Platte erneut, erhöht sich der Punktebonus. Bewege dich mit links und rechts und fange den Ball mit deinem Körper ab, um ihn zurückzuschießen. Löst du dich dabei, kannst du mit zwei Punkten auslösen. Okay. Dreimal darf ich den nicht verlieren. Martinus, Kaumalat, Mogelbaum. Kiki ist auch richtig cool, Alter. Es finde ich schade, dass Kiki, Nocturne und Capoeira keine Mega-Entwicklung haben. Schade. Hast du mal Kikli oder Nocturne genommen? Kikli. Nocturne genommen. Echt? Mhm. Auch nur weil ich früher so ein absoluter Henry Maske-Fan war. Echt krass. Ist das gut, dass sie für Wuchsen interessiert? Also ich hab's immer letztens, kann man sich übrigens angucken, wirklich Southpaw gesehen. Aber das ist shit. Das ist aber wirklich eher nur ein Drama, aber also nur ein sehr, sehr gutes Drama, finde ich. Das hier mit, wie heißt der, Mr. Mr. T? Nee, Southpaw sagt ja nichts vom Titel her, ne? Nee.
Das ist der Typ, der auch in Persia gespielt hat. Jack Gyllenhaal. Ja, genau. Ja, der spielt halt einen Familienvater. Also Boxer, der damit sein Geld verdient und Frau stirbt halt. Also das ist sehr, sehr, sehr am Anfang passiert. Und dann geht es halt wirklich darum, dass er seine Tochter wieder zurückbekommen möchte, weil er halt die Kontrolle verliert und alles. Drogen und ganzen Scheiß. Und, aber es ist richtig gut gemacht, finde ich. Das ist ein sehr, sehr guter auch Boxfilm. Also daneben, dass es auch ein Drama ist, auch als Box-Fan kriegt man schon richtig coole Szenen. Okay. Und der ist wirklich hochwertig gemacht. Ja, aber ja, früher Boxen hängt die Maske. Ich habe übergeweint, als er den ersten Kampf verloren hat. Das weiß ich noch. Habe ich mal dementsprechend Fan natürlich auch. Aber ja. Seitdem natürlich nicht mehr so aufregend. Ich war einmal live bei einem Boxkampf von Arbeit aus. Also wir hatten früher auf Arbeit. Nein, aber ich reiche bestimmt 11.000. Oh ja, ja, okay. Ich dachte, er müsste irgendwie K.O. gehen oder sowas. Nee. Da, wir kannten immer die, wie heißt denn das, Sauerland. Sauerland ist dieser Boxverein mit Arthur Abraham und der ganze Spaß. Okay. Kennst du Arthur Abraham? Ja. Vom Namen aber. Ja, okay. Der hatte mal einen ziemlich krassen Boxkampf, wo er ungefähr 4 Runden lang mit ausgekühltem Kiefer gekämpft hat. Das war ziemlich heftig, aber und er gewonnen noch. Krass. Das habe ich aber damals live gesehen durch Zufall mit meinem Vater. Echt? Das war echt ein krasser Kampf. Aber er ist jetzt auch nicht mehr so gut eigentlich. Okay. Und da waren wir mal da, das war ziemlich cool eigentlich. Also live hat es schon echt Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Hm. So dumm und stupide halt Boxen eigentlich ist, aber live. Na, ich glaube, da gehört schon viel Technik zu. Na, absolut. Also, nee, ja, nicht dumm im Sinne von, dass es nicht viel braucht, aber es ist halt ein simples, also. Ja, simples Zuschauen. Sehr simples Konzept. Sagen genau. Aber klar, da gehört extrem viel dazu. Das siehst du ja auch an den ganzen Bitch-Kurs. Das ist nicht der mit den großen Muckis, der gewinnt, sondern halt der Köpfchen hat halt eben. Ja, das ist richtig. Und da war halt witzig, als glaube ich der Vorkampf vorbei war, die haben da immer so eine Nebelmaschine gehabt. Und irgendein Typ meinte, es wäre super lustig, also die Nebelmaschinen benutzt haben, das genau bei uns in die Zuschauer zu halten. Oh. Also das wirklich, alle haben so Richtung Ring eigentlich geschossen und die haben alles von der Kante abbekommen. Der hat wirklich das rübergedreht und sich dann abgelacht. Mauzi! Mauzi! Oh, Mauzi! Hat sogar die deutsche Stimme, kann das sein? Das kann sein. Wir können, niemand könnte dem Sprecher von Mauzi das Wasser reichen. Bestimmt. Auch wenn ich Mauzi als Pokémon scheiße finde, ist der Sprecher von Mauzi echt gut, deswegen werden wir es nicht vertrauen. Okay. Miauz, genau. Hat meine Schweißspitze. Was? Sehr? Braun. Braun. Lokok? Oh, ich hätte gerne nochmal gesehen. Hat kein Schweif. Pfandflammen oder was? Hat man sogar. Hat er vorhin erst gesagt? Ich hab gar kein Schweif. Genau, was er Mauzi sagt. Zumindest. Das ist aber wirklich die originale Stimme. Das ist die originale Stimme? Ja. Aus dem Anime. Wie soll man mir das genau sagen? Mauzi! Das ist definitiv die Stimme. Also wenn dann ist es sehr, sehr gut nachgemacht. Da wusste ich, dass der Sprecher von Mauzi total vielen anderen Animes immer ist, in irgendwelchen Nebenrollen und so. Das stimmt aber. Das hat man wirklich häufig. Der ist zum Beispiel auch richtig oft bei One Piece. Total krass oft. Echt, ja. Okay, sind die ganze Zubat? Alter, was macht die für Geräusche? Oink, oink, oink. Das sind keine Schweine. Sie müssen doch sagen, Zubat! Also der Zubat ist seit Pokémon Go für mich gestorben. Patimos hat dich also gebeten, nach dem fehlenden Schienenstück zu suchen. Störjünger sagte mir, dass ihm beim Anblick des Schienenstücks schließt das Wasser im Munde zusammenlaufe. Und? Hast du Lust auf eine Runde fangen? Natürlich. Klasse! Dann kann es ja losgehen. Versuche mich zu fangen. Good, catch them all. Catch them all. Welches Tor muss ich denn jetzt fangen? Da bist du. So. Oh, der macht einen Schall. Macht er. Wow. Motherfucker. Wo ist das hin? Ja, vorne links. Ja. Jetzt kommt. Yes! Woo! Damn! Shazam! Nicer Dicer! Das war echt gut. Wirklich gut. Ich hab schon wieder vergessen, wie ich ihn gesprochen habe, Alter. Mach mir ein Schwein. Ich habe gehofft, du würdest meine Spur unter all den Zubat verlieren. Ja. Aber du hast mich gefangen, lass uns wieder spielen. Übrigens sind wir Zubat jetzt alle mit dir befreundet. Ja! Golbert finde ich auch kackhässlich, aber X-Bat finde ich cool. Ja, aber. Achso, X-Bat, ja, X-Bat ist okay. Golbert finde ich scheiße, aber X-Bat ist cool, Alter. Stimmt. Da musste mich auch meine Freundin erst
krass davon überzeugen. Dass X-Bird cool ist? Ja, dass X-Bird cool ist, aber ich hab mich dann breitschlagen lassen und sie hat recht. X-Bird ist doch wirklich verdammt cool. Schön, dass du sagst, guck mal. Xerox. Xerox. Ja, den haben wir nicht. Ja, ich finde Xerox aber scheiße. Ich hasse Xerox, Alter. Sichler ist so ein episch cool. Ja, Sichler ist eigentlich, ja. Xerox sieht dann so unfassbar kacke hässlich aus. Ja, stimmt. Die hätten einfach irgendwie, weiß nicht, Sichler noch mehr Arme geben müssen. Ja. Das wäre geil gewesen. Achso. Ne, mach. Hey du, was suchst du hier? Du kannst dich hier nicht so mit mir, dir nichts anschleichen. Ich bin nämlich der Ward des Bärenlagers. Wenn ich mich wehre, dann hätte Relaxo alle Bären hier bereits aufgefuttert. Er ist so ein Vegeta. Ja, ne? Bin hier an. Er ist richtig Vegeta. I am the proud prince of all Saiyans! Kakarot! Ja, okay, bla bla bla, ich hab's verstanden. Wir sind dafür nicht umgehend ansprechen müssen. Um ihn nochmal nachzumachen. Doch. Das ist mein Muss. Das geht das nicht. Das hat politische Gründe. Die leuchten ja richtig dann. Ja, die schreiben sich. Yo, Xerox. 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 Du möchtest also mit mir einen Wettstreit austragen, stimmt's? Xerox. Ich gebe mich aber nicht mit Schwächlingen ab. Ring zuerst 5 Siege in der Serie gegen Pokémon aus der Höhenzone und beweise, dass du meiner würdig bist. Ganz nebenbei bekommst du auch so ein paar Trainingsstunden. Ich freue mich auf unsere Aufeinandertreffen. Xerox. Dann fighten wir mal ein bisschen. Kokodon. Schon gehört? Ein unglaublich starkes Pokémon, das man nur den gelben Blitz nennt, sagt auf dem Weg nie. You don't say. Yes. Komm, mach Chris Bosch kaputt. Chris Bosch. Du willst diesen Eisenschweif machen. Stimmt, die Hufe. Shit. Bam! Damn. Oh, das ist gut, Bruder. So, das ist jetzt so, ne? Jetzt Feuer runter. Bam! Ja. Wie riesig Golbat eigentlich ist, ey. Das ist voll gruselig. Schön, ne? Von diese riesige. Das ist generell, ihr müsst euch mal angucken, oder du müsst euch mal angucken, es gibt so ein, ich hab so ein YouTube-Video gefunden, wo einer mit die alle. 600 noch was, 700 Pokémon neben den Trainer selber mal durchlaufen lässt. Ne? Oh. Siehst du halt, wie groß die Pokémon eigentlich vom Pokédex her sind. Da sind manche Dinger dabei, denkst du dir, what the fuck, warum sind die so riesig und andere, warum sind die so klein? Mhm. Glurak ist, glaube ich, nur 1,60 oder so groß, das ist ja lächerlich. Das ist total winzig, Glurak. Golbat dagegen ist irgendwie 2 Meter noch was. Das ist total mindfuck. Das ist aber Pokédex ist echt Quatsch. Nein, der Anime ist Quatsch, ja, weil der Anime es verkackt hat. Ja gut, okay, dann ist es halt so. Aber Glurak klein ist irgendwie 1,60. Naja, du kannst den Trainer... Ich sag aber so groß wie so viel. Ja, aber pass auf. Glurak, du kannst auf Glurak fliegen, wenn du halt ein 11-jähriger Junge bist, wie die meisten Pokémon-Trainer nun mal sind. Ja. Ne? Ein Erwachsener kriegt dann da schon eher Probleme. So, wo ist jetzt Golbat hier? Tja, das ist riesige Vieh an, ey. Kriegst du auch Angst? Bist du Zeit-Trainer nicht bringt, bevor du hierher gekommen bist? Ich wollte nämlich in die grüne Zone, um mit der Flut zu treffen. Möchte dich mal mit zu sprechen. Und den letzten Kämpfen. Golbat hat die Stimme von Alucard. Wahrscheinlich. Ja, stimmt. Alucard. Das ist die Pisch, ne? Muss mal wieder Helsing gucken, Alter. Hör doch auf mit deinem scheiß Superschall. Scheiß Helsing, okay. Kurz. Auf deiner Seite vielleicht doch. Na, hast du nicht mal Helsing Ultimate geguckt? Ich glaube nicht. Oh, dann gucken wir mal zu so einem Helsing Ultimate. Weil der Helsing-Anime, den du kennst, das ist ja eigentlich zu 80% Filler-Bullshit. Ja, okay. Das eigentliche Helsing, wie es nach dem Manga halt geht, ist halt Helsing Ultimate. Okay. Und das ist um Längen besser, das ist auch so gut animiert. Oh, echt, ja? Mhm. Dann müssen wir es machen. Das ist total krass. Ist das hier? Ich glaube nicht. Die Blu-rays sind aber halt auch schweineteuer. Naja. Das ist bei Anime ist immer so. Ja, sieh mal. Siehe Berserk. Ja. Los, lies! Oh, wie ein Durchfall! Freunde sein und dein Blut. Wie Pikachu sich einfach in seinem Mund verstecken könnte. Er könnte da dreimal sich drin verstecken. Er könnte da ein Haus bauen und leben. Oh, da war Flamly. Müssen wir weiter kämpfen. Flamly! Schnell. Flamly ist gut. Flamly ist die unterste Entwicklung von Lokok. Aber Logok. Ich sollte offen, dass Lokok zu. Logok ist aber auch wirklich ein richtig episch krasses, gutes Pokémon. Tatsächlich ist die dritte Generation die einzige Generation, wo mir jedes Starter-Pokémon uneingeschränkt gefällt. Es gibt das bei keiner anderen Edition. Bei der dritten? Bei der dritten.
Weil es immer die ganze Stadt an. Weil bei den anderen finde ich immer eins, wo ich sage, boah, ist das hässlich. Ich hatte jetzt sehr, sehr häufig, dass ich eigentlich immer welche hässlich fand. Ich eben. Deswegen, also nur bei der dritten finde ich alle richtig cool. Okay, vielleicht nehme ich mit mir kämpfen. Wieso greifst du den Teddy Ursa an? Hätte nichts getan. Das ist einfach nur eine dritte Generation. Ja, das stimmt. Und dann die ja, finalen Entwicklungen halt. Blabli! Ja, jetzt kann ich gegen Shiroks kämpfen. Lavita und Pupita war dann dritte, ne? Lavita und Pupita ist noch das beim zweiten, die letzten. Was beim zweiten? Achso. Ja, Lavita. Ja, der Aluja. Dann Celebi, oder? Nach Celebi. Celebi war das legendäre. Das erste ist Gekabur. Ach ja, da, okay, auf jeden Fall. Ja, ja, okay. Gewaldro, Sumpex und Lurok am Ende. Ja, sind okay. Hau mich doch nicht für Mucke. Du musst sie mal groß machen, das sind diese ganzen Mini-Sprites. Ja, aber trotzdem. Ich kenne die ja. Ich habe die ja schon mal so gesehen. Die kenne ich auch noch halbwegs. Ich muss einfach Shirox auf. Was kann ich jetzt hier mit. Ich habe noch gar nicht den Checkpoint. Hat es eigentlich mal was anderes gegeben außer Feuereis? Nein, die haben irgendwann angefangen. Die haben ja irgendwann angefangen, zwei Typen alle zu kriegen. Mhm. Dann haben sie irgendwann die zwei Typen durchgewechselt. Mhm. Also meistens, also Lurak war ja Feuerflug, dann dieser Flora war Pflanze Gift und Turtok war einfach nur Wasser. Dann hattest du Tornupto war einfach nur Feuer, Meganie war wieder Pflanze Feuer und Hippagata war einfach nur Wasser. Und ab der dritten hattest du dann das Gewaldro war glaube ich einfach nur Pflanze. Lurak war dann Feuerkampf und Sumpex war Wasserboden. Und dann hattest du. Muss ich mir überlegen. Wir müssen mal wieder vorwärts kommen, wir werden noch langsam gehen. Ja, das stimmt. War das dann wieder Feuerkampf? Mit dem Affen? Ich komme hier nicht durch. Ich weiß nicht, ich schwimme mal wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast dann auf jeden Fall wieder Feuerkampf. Dann hattest du Wasserstahl. Und was war denn bei Pflanze nochmal? Ach ja, dann hast du Pflanze Boden. Shelterra. Und dann. Achso, hier oben geht's. Bist du wieder Feuerkampf? Dort haben sich auch ganz lange die Fans voll drüber aufgeregt. Ja. Dass halt immer Feuerkampf ist. Ja. Hast du wieder Feuerkampf? Und. Ich glaube, nur Pflanze. Hatte Serpi vorher noch einen Zweityp? Ich weiß es gar nicht gerade. Nur Pflanze und dann glaube ich noch mit Atmurai war wieder, glaube ich, nur Wasser. Ich bin mir nicht sicher. Und dann bei. Ach, guck mal, das ist was. Das schön hier. Mein Magen knurrt ganz heftig. In der Magmazone soll es eine ganz. Achso, Entschuldigung. Tolle Maschine geben, die aus dem Erdboden so viel Eisenerz zutage fördert, die man nur essen kann. Ach, wie man nur essen kann. Aber leider ist die Loria im Moment nicht einsatzfähig. Ich habe da eine Bitte an dich. Wärst du so nett, die Holzkisten aufzubrechen und für mich nach Eisenerz zu suchen? Klar, machen wir. Gutes Webdesign. Das ist kein Ding, so, ne? Machen wir halt. Das Eisenerz. Wenn das aussieht wie Obsidian. Das und bei X und Y hattest du dann Feuerpsycho, Pflanzekampf und Wasserunlicht. Was ist denn jetzt gerade? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du müsstest da doch irgendwo in der Ecke stehen. Da hinten ist er, hinten links. Jetzt links, jetzt links. Da. Ah, da. Oh, Kamera, ey. Aber das wäre halt auch mal cool, wenn man sagen würde, dass wir gleich einen Geist anfangen oder sowas. Ja, haben wir ja jetzt bei Sonne und Mond gemacht. Okay. Der Pflanzenstarter ist Pflanze Geist. Okay. Den habe ich auch genommen. Der Feuerstarter ist Feuerunlicht. Und der Wasserstarter ist Wasserfee. Da haben sie dann komplett neue Typen, die es bei den Startern so noch gar nicht gab. Ich glaube, du musst ihm noch mehr bringen. Flunkiefer war das Ding, wo du gesagt hast, er sieht aus wie Bayonetta. So, oh, Magnetilo. Magnetilo. Magnetilo.
gehen wir zu der zu Bayonetta zurück. Ich glaube, der musst du wieder Eisenerz bringen. Also komme ich nicht durch. Das ist mir schon so oft passiert, diese Scheiße, ne? Ich hasse es brutal. Nein. Nochmal! Again! Nochmal, okay. Da ist Flugkiefer. Du musst dir, glaube ich, wieder Erz bringen oder sprichst du erstmal an. Du hast mich erwischt, ohne mich am Ende der Taschenstoß. Okay. Ja, es ist Stahlfee. Ist das eigentlich Mund, ihre Haare? Ja. Das ist ein riesiges Maul. So wie bei Tokyo War Police. Geil. Ja, mit der Krokodilsvagina. Wumm, wumm. Die finde ich aber auch cool. Ist das Pflanze? Stahlfee. Stahlfee. Okay. Also vorher war es nur Stahl. Achso. Jetzt habe ich es mittlerweile halt zu Stahlfee gemacht. Ja, also von hinten kannst du nicht anweisen. Nein, ich will auch seitlich ran. So, so mit dem Donnerschock, vielleicht funktioniert das. So, oder so. Oder so. Schön im Arm. Wenn wir Pikachu einfach mal so macht hier. Dickli. Okay. Dickli. Gleich im Deck. Der war in der Ecke, ja. Ja. Dickli ist auch cool. Ich finde Dickdarm und Dickli richtig cool. Ja, ich finde es richtig scheiße, dass es kein Mega Dickli gibt. Es gibt so viele Pokémon, die eine Mega-Entwicklung bekommen haben. Ich denke, warum? Ja. Und dann andere denken, die es verdient hätten. Ich denke, hey, warum haben die keine? Zum Beispiel, warum muss Lamus eine Mega-Entwicklung haben? Das ist so dumm, ne? Das stimmt, ja. Aber vielleicht kommt das ja später. Glaube ich nicht. Die Klee müssten wir eigentlich mit einer dritten Person gleichzeitig lesen. Stimmt, ja. Oh ja. Hm. Ist richtig verstanden? Hat Timo so einen Knogger irgendwie? Wenn Knogger bewacht wird, versteckt. Dann müssen wir mal, wo unser Knogger ist. Der Alola Knogger ist so gut. Alola Knogger ist nämlich Feuergeist. Das ist richtig cool. Ach, ich komme nicht durch. Muss ich durchnehmen. Und ich muss mal gucken, jetzt kommen wir vielleicht rein bei Knogger. Hast du deinen Pokémon früher eigentlich immer Spitznamen gegeben im Spiel? Nee, never. Echt nicht? Nee, ich hab das gehasst, wenn Leute Spitznamen haben. Fand ich super dumm. Ich hab das immer gemacht, also heute noch. Das macht mir richtig Spaß, mir da irgendwelche lustigen Spitznamen für zu überlegen. Wie hast du den denn genannt? Naja, mein, wenn ich einen Glurak trainiere, dann heißt das zum Beispiel immer Bahamut. Glurak. Oder die letzte Entwicklung von Magnetilo, Magnesone, das ist halt ja wirklich so ein riesiges, sieht schon fast aus wie so ein UFO, wie so ein Space Shuttle. Ja. Das heißt bei mir halt immer Metal Gear. Also solche Sachen, ne? Also ich finde das lustig. Knochen daran. Oh, was? Hier. Was? Oh, fuck. Was machst du? Schön. Hau ihn doch um! Ja, mach ich doch. Das ist gut. Okay, der hat gesessen. Ja, ist Boden, oh, ne? Juckt ihn halt nicht. Ja, okay, sind. Was? Oh. Stimme als Artorias! Artorias. Bam! Bam! Who's Artorias, B.I.G.? Woohoo! Artorias hat der geilste Dark-Sus-Gegner. Ja. Ich hätte auch so gerne diese krasse Statue, die es von ihm gibt, ey. Kostet ja irgendwie 300 Euro oder so, das ist der krank. Aber das ist halt das Coole wieder beim Brettspiel, dass unter Artorias habe ich dann halt als kleine Figur, Mann, die ich geil bemalen lassen werde dann halt. Okay. Und auch den Wolf Ziff hieß er, ne? Ziff, ja. Also allein deswegen will ich das Brettspiel schon haben, wegen den ganzen Figuren. Ja, okay. Und jetzt kann ich mittlerweile schon zwei, die richtig gut zeichnen können aus den kleinen Figuren und... Bam! Okay. Jetzt gebe ich doch einfach uns einfach dieses scheiß Schiff. Nee, wir müssen uns das suchen, ja. Müssen sie es auch noch suchen? Ja. Boah, fuck it, Alter. Oh, nein, ja. Kennst du eigentlich die Theorie, die jetzt wieder eine neue Bestätigung gefunden hat, dass Tragosso eigentlich das Baby von Kangama ist? Ja, das habe ich mal mitbekommen.
Du hast es irgendwie gepostet bei Netflix. Hm, ich hatte das nämlich, als ich Sonne und Mond gespielt habe. Also die Theorie gibt es ja schon lange. Ach ja, wegen diesen Partner-Ding, dass die herbeigerufen werden. Ja, oder ja. Was, ne? Also, ja, ja. Ich glaube kaum, dass es dass einer, der dieses Video bis jetzt geschaut hat, dass er das nicht kennt. Ja. Aber es gibt ja die Theorie, dass Fragoso wegen der Geschichte mit der toten Mutter und so weiter, trinkt ja. Den Schädel und so, dass es eigentlich das Baby von Kangama ist, was sich halt selbstständig gemacht hat quasi dann, mit ja. Dem Schädel von dem toten Kangama. Und ja, dann quasi einen anderen Evolutionszweig einschlägt als ein Kangama. Mhm. Und da gab es halt lange Zeit keine Bestätigung für. Und es wurde von manchen Fans halt abgetan als Blödsinn. Ja. Aber wenn du halt in Sonne und Mond gegen bestimmte Pokémon kämpfst, dann kannst du, haben die jetzt so eine Art Stresswert. Und wenn das zu einem bestimmten Wert steigt, dann kriegen die Panik und rufen halt um Hilfe. Und dann kriegst du halt mehrere, du musst auf einmal gegen mehrere Pokémon auf einmal kämpfen. Und in Sonne und Mond ist es halt tatsächlich so, dass ein Tragosso, das nach um Hilfe ruft, auf einmal Kangama herbeiruft. Wo du denkst, das ist ja jetzt kein Zufall, weil normalerweise kommen dann immer nur welche aus der evolutionären Linie. Ja. Ne, von den anderen Pokémon, von daher. Das ist ein Stück anders. Was ist es denn? Das ist sicher schon. Ja, okay. Ja, das ist halt verdammt cool, finde ich. Ich finde es gut, wenn man sowas halt irgendwie noch im Internet hat. Ja, ja, also die wie mit One Piece hier, was du meintest mit hier der Schwertkämpferin. Der Schwertkämpferin? Mit Queena. Dass sie, Tashigi wahrscheinlich Queena ist, meinst du das? Ja, genau. Ja, ja, das wird doch so. Guckt euch das Video an, falls ihr es nicht kennt. Meine Theorie zu Queena in One Piece, dass Tashigi eigentlich Queena ist. Ach so, wir haben das schon. Wo ist denn der Abzug? Ich dachte, wir jetzt haben das. Der müsste hinter Knogger langlaufen wahrscheinlich. Der war ich ja gerade. Er hat das ja bewacht. Das ist ja eigentlich. Ja, aber da ist er nicht gewesen. Das doch, könnte nicht das sein. Ne? Oder mal gegen. Ja, versuch ich mal. Oh, ups. Geht nicht. Dann geh nochmal zurück, wo Knogger war. Weil du sagen musst. Also gerade bei One Piece oder hat so unfassbar viel hinterher. Das ist ja, macht ja One Piece so geil. Dass die Leute die Story fortführt, klar, und auch One Piece hat seine Höhen und Tiefen. Aber alles in allem ist das eine extrem krass gut durchdachte Story, wo nichts dem Zufall überlassen wird, so weißt ja. Du? Geht mal da um die Ecke und dann jetzt wieder links. Was Dick da? Hatten wir schon was mit Dick da? Naja, ich habe schon Dick da gefragt. Der meinte, dass, also er hat mir gesagt, dass das Schienenstück unter Galaxo ist. Noch relativ zu finden. Oh, wir haben doch hier eigentlich schon angefangen. Gehen wir nach rechts. Und dann anderes rechts. Muss ich nochmal alles lernen, wo ich meine noch nicht gewesen zu sein. Relaxo kann man doch eigentlich nicht übersehen. Deswegen halt. Ich dachte halt erst, ich habe kurz falsch kombiniert, dass ich jetzt irgendwas hätte, um die Traverse zu, also die Schiene zu, was auch immer. Also vielleicht haben wir auch schon genug gekämpft, um gegen Sheox zu kämpfen. Das habe ich doch vorhin schon geholt. Hast du nicht mitbekommen, Alter? Was? Ach, ich glaube, dass du die Start angeguckt. Sheox haben wir schon. Hast du schon besiegt? Ja. Oh. Vor 10 Minuten. Ups. Da hast du dir, glaube ich, gerade die Start angeguckt, ja. Das kann sein. Eigentlich, Sheox wurde uns doch gezeigt, dass wir direkt beim Eingang rein sind. Du meinst, das wäre dazu? Ja, das geht. Ich bin auch schon durch, Leute. Dieses Spiel zermürbt halt einfach den Verstand eines jeden Spielers. Eingang, so, hier ist praktisch. Das machen wir. Macho Mai. No, sagst du Macho Mai oder Macho Mai? Ich hab eigentlich immer Macho Mai gesagt, aber im Nachhinein denke ich, dass Macho Mai richtig ist. Eigentlich macht es mehr Sinn, ne? Ja, deswegen. Noch ein Magnetito. Das ist ja irgendwie komisch. Genug Schienen. Und das ist hier, wo er kam. Ja. Laufen wir jetzt einfach hier den Weg lang. Da kamst du gerade her, deswegen lauf einfach mal den Weg lang. Du musst irgendwie den Weg versperren. Sonst wäre doch keine Galaxie. Ja, das ist schon richtig. Naja, es verfährt uns den Weg, indem es auf dem Schienen lief. Ist denn das scheiß Relaxo, Alter? Da nicht, da kannst du auch noch nicht lang. Da geht es wahrscheinlich zur Magma-Zone dann. Ja, das denke ich halt auch. Wobei wir halt eben, wenn wir die Schiene haben, wir noch die anderen Stücke dann können. Naja, okay. Ja. Hm. Da geht's rechts. Na, da komme ich wieder zurück ja. Zur Ursprungszone. Machen wir weiter. Ich will schon weiter so machen laufen.
laufe mal dahinter Shirox lang. Dann geht's geradeaus. Hä? Wo zur Hölle ist Relaxo, Alter? Man, die haben dir noch gezeigt kurz. Ja, ist eigentlich schon. Da unten! Oh. Willst du da unten hinkommen? Ja. Oh, wir sind so dumm, Alter. Wir sind so hammerdumm! Guck mal, das ist dein Part jetzt hier. Relax ist dein Füßen ansprechen. Sprich mit seinem Fußpilz. Ich weiß schon, wie ich ihn spreche. Dann steh ich jetzt endlich mal auf. Also setze bitte nicht deinen Donnerblitz gegen mich ein. Hä? Also Donnerblitz einsetzen. Ja, wahrscheinlich. Oh, Donnerblitz. Ja. Haben wir den schon? Ja. Ja, machen wir den schon? Ja. Okay, ich dachte, das wäre das, was wir erst mit der Ecke kriegen müssen. Oh, was für eine Überraschung. Da bist du ja wieder. Was? Ich soll zur Seite rücken. Ah, verstehe. Wenn man so viel schläft wie ich, dann knurrt einem der Mark. Genauso wie Rainer Kalmund. Ich hab's, wenn du mir eine große Beere gibst, dann mach ich dir Platz. Jam, jam, jam. Die ist hinter Knorrer. Okay, hinter Knorrer. Dann holen wir jetzt die große Beere. Ja. Damit Kali was zu essen hat. Ja. Dass man auch da nicht einfach programmiert, dass man da nicht runterfallen kann. Also. Ja, da wären mal Invisible Walls gut. Ja, wirklich. So, Relaxo habe ich auch mal in meinem Team gehabt, eigentlich immer, wenn ich konnte. Relaxo hieß immer bei mir Homer. Ich habe viel mal gesagt, ich hatte so einen Soft-Baseball-Spieler. Da hat mein Bruder in Hilfe noch mal Baseball gespielt. Wenn wir einen Homerun geschlagen haben, haben wir Homer dazu gesagt. Ich habe einen Homer geschlagen. Warum auch immer. Da merkt man, dass ich nicht die hellsten Kinder war. Ne? Nehmen wir das nochmal mit Stupid Ball, Very Stupid Ball? Ja, Very Stupid Ball ist einfacher zu erklären, das ist einfach nur Fußball auf zwei kleine Tore mit einem Gummiball, und weil der Gummiball so behindert springt oder zu schießen ist, das ist das halt Very Stupid Ball. Aber Stupid Ball an sich ist an sich sogar eine sehr geile Sportart. Sollte man zu einer olympischen... Es macht wirklich Spaß, also ihr müsst euch vorstellen, also ihr braucht einen Becher. Ein, wie heißt denn dieser? Also wenn man am Strand halt mit diesen Art Tischtennisschlägern halt spielt und genau halt auch so ein Ball, also kein Tischtennisball, sondern so ein bisschen härteren. Es gibt auch immer diese Sets, also wie bei Squash schon fast. Okay, diese relativ harten Ahnung, Gummibälle. Warte mal, ja, irgendwie heiße Quelle gerade. Okay. Die Quelle wichtig. Und du brauchst halt drei Spieler, geht auch prinzipiell mehr, aber an sich sind drei aktive Spieler immer pro Runde. Einer wirft den Ball zu einem, der im Wasser ist, also ein paar Meter weiter weg im Wasser, hat zwei Schläge. Und dann wirfst du halt ihm den Ball zu, möglichst fair. Also es wird immer nur der Fänger und der Schläger bewertet von der Punktzahl her. Und der Werfer ist eigentlich mal außen vor, aber die Bälle können auch abgelehnt werden. Das heißt, wenn du den Ball nicht annimmst, muss er nochmal werfen. Das heißt, du wirfst den Ball, du nimmst ihn mit einer Hand an, also mit der rechten, und schlägst ihn dann zurück. Und der Fänger muss ihn dann mit dem Becher fangen. Ich verstehe. Und dadurch kriegst du einen Punkt. So, dann kann man halt ausmachen, weil jetzt 10 Würfe oder 5 Würfe, möglichst kurz halten ist man gut, also 5 Würfe. Und von diesen 5 Würfen, wie viel du gefangen hast, kriegst du als Punktzahl. Und du switchst dann immer so um, dass jeder mal mit jedem spielt. Und dadurch ist es immer wichtig, dass du ein gutes Team bildest, aber dann hast du trotzdem einen Gesamtgewinner. Ne? Weil du kriegst ja mit ihm mal 7 Punkte, mit dem anderen kriegst du 6 Punkte und dadurch ist ja wieder anders als andersrum. Und das macht richtig Spaß. Das ist ein richtig gutes Spiel. Und das ist Very, Very Stupid. Das ist Stupid Ball. Ach so. Und Very Stupid Ball ist das mit dem Ball, das wir erst später erfunden haben. Okay. Aber richtig gut. Ja doch, es klingt auch spaßig. Vor allem wirfst du dich halt richtig, also am besten am Strand zu spielen, wirfst du dann halt richtig hin. Und nein, aus Kies, Asphalt. Richtig gut. Glassplittern. So viel dazu. Ja, ich habe leider den letzten Text von Relaxo, glaube ich, verpasst. Ja. Ich geh mal weiter. Wo ist Maus jetzt eigentlich gewesen? Er hat gerade geredet. Oh, wie schön. Ich schlafe hier noch etwas, bis jemand Besonderes vorbeikommt. Oh, Funky. Ich finde hier auch Don Fun richtig cool. Oh, Raichu. Finde ich super hässlich. Echt? Ich finde Raichu besser als Pikachu. Ja.
Also ich habe jetzt ganz aber nichts hässlich, gegen Pikachu. Hässlich kann man nicht nur sagen, aber ich hatte die Stimme immer gehasst im Anime, glaube ich. Dieses Raichi. Das kann sein. Das hat mich richtig genervt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich deswegen so eine kleine Abneigung gegen Raichu habe. Ich finde Alola Raichu finde ich richtig kacke. Das habe ich gesehen, das ja. Das ist einfach nur hässlich, Alter. Eine heiße Quelle soll hervorgesprudelt sein. Unglaublich. Jetzt bin ich über die Freude gleich wieder hungrig geworden. Ich liebe große Beeren über alles. Ob die wohl schon jemand gegessen hat? Wenn ja, würde ich es mich auch freuen, wenn du mir eine bei deinem nächsten Besuch in der Höhle zu einem Welt bringen könntest. Schön. Fuck you, Funfi. Ich würde jetzt ja keine Ahnung, was machen sollen. Haben wir jetzt das Stück oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Wir sollten nicht so viel labern, dann wissen wir vielleicht noch, was wir tun. Ja. Ich gehe jetzt erstmal zu. Ich weiß nicht. Warte mal, ich geh jetzt nochmal runter. Knacker. Alter, was ist mit Knorre los? Rasskackblätter aus. Einsprung. Starke Pokémon scharen sich um noch stärkere Pokémon. Deshalb ist Logok aus der Magmazone voll lauter Kraftbotzen umgeben. Du kommst mir wie gerufen. Ich habe nach einem Gegner gesucht. Lass uns fangen spielen. Hey, das ist, ob das so eine Anspielung auf den ersten Pokémon-Film ist, wo Pikachu mit Raichu dieses krasse Wettrennen hat, wo die irgendwie zusammenkleben dann wegen der Statik. Weißt du das nicht mehr? Ich habe den ersten Film aber erst vor kurzem gesehen. Echt? So ein Winter oder war mit denen zusammen geguckt? Naja, es gab ja den Film wirklich über Mewtwo und dann gab es ja noch so einen Art Vorfilm. Achso, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Und den mit dem Pokémon, wo die dann in diesem Resort sind. Das ist auch schön. Wo die im Pokepark sind. Ja. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob es dieser Pokepark hier ist, aber es ist ein Pokepark. So kenne ich nicht den Film. Der ging ja auch nur so 20 Minuten oder so, oder 10 Minuten. Nee, schon. Das ist ein kurzer Film. Da hast du damals das erste Mal Snubbull und Meryl gesehen. Das war total die Sensation, weil die waren ja neue Pokémon. In den Pokémon-Film, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Stimmt, ja. Ja, Film hat man schon gesehen, da ist man total ausgelassen. Ja, ja. Da haben sie alle Meryl noch Pikachu genannt, die Idioten. Ah, okay. Ich dachte, das ist glaube ich ganz schön. Wir haben mal Mitte oder gucken wollen alle. Oh. Da ist das Schienenstück. Stimmt. Und wir hatten aber ständig Stromausfälle. Yeah! Das war sowieso hart im Urlaub. So zum Teil so ohne Heizung und sowas dann in der Nacht bestehen. Da habt ihr ja echt sehr viel Geld zum Blei ausgegeben, was? Ja, war wirklich sehr wenig. Da musst du doch nicht wundern, ey. Aber sonst war es super. Er hätte sehr frieren können, aber sonst war geil. Ach, war okay. Top. Wir sind dann zum einen oder wieder Stromausfall. Also es waren ja nicht alle Häuser betroffen, witzigerweise. Es war irgendwie nur eine Kette und weil es war auch eine riesige Jugendgruppe halt da, also eine richtige Schule oder Klassen, und die hatten dann alle ihre, weiß nicht, Playstations, alles mit dabei. Sie haben einfach das Stromnetz nicht verkraftet. Ja, das mag sein. Und wir selbst hatten ja auch noch Beamer und alles mit am Start, wobei der hat nicht so viel Strom gezogen. Das war so ein kleiner LED-Beamer. Okay. Und dann war der jetzt mal gerade ein bisschen geguckt, Strom weg. Das Schlimmste war halt wirklich die Nacht zu überstehen. Es war halt wirklich kalt. Ja. Das glaube ich, Alter. So, wo müssen wir das Ding denn jetzt hinbringen? Hier vorne. Kamera! Jo, nö, musst du anscheinend irgendwo einsetzen. Okay, bring das mal zu Pantimos. Wo wir ganz am Anfang reingekommen sind. Ja. Lauf da mal hin. Das war ja ganz am Anfang, ja. Er hat jetzt gedacht, dass er es automatisch einfügt. Ja, hast du gedacht. Ja. Aber Pantimos muss immer für irgendwas gut sein. Für irgendwas muss Pantimos ja gut sein, außer Sex mit Ash Mutter zu haben. Tatsächlich. Wo sind die Öffner schon wieder? Schon wieder? Das ist die ganze Zeit hier drüben. Where'd you go? I miss you so. It's been like that forever since you've been gone. Wo bist du jetzt denn hier? Ich dachte, das ist leer. Nee, ich mach ganz. Na, dann musst du schneller trinken, offensichtlich. Wenn nicht, dann gibt's mir. Ich hab ja das zweite nicht aufgemacht. Nee, ist doch okay. Ich muss nur schneller trinken. Der ist vorbeigelaufen. Ach, der ist da hinten, ja. Und weil ich jetzt eh nichts weiter drücken kann. Ja, schön so hier im Let's Play, Mensch. Ja. Aufregend. Sehr. Wie du das immer schaffst, so vom Adrenalinspiegel her. Das ist immer ganz heftig. Ich nehme mal vorher Schlaftabletten, weil mich gerade das Spiel von Pokepark wie sonst immer zu sehr umhaut.
Krass. Hast du auch so die Jumpscares und... Ja, ja, also angenommen, da würde jetzt zum Beispiel ein Digimon auftauchen. Aber wo angenommen, es würde mit Takegurumon auftauchen? Angewomon, es würde auf einmal Tentomon auftauchen. Mhm. Das tuntigste Digimon, was es gibt. Aber Shellmon... Shellmon dir mal vor. Shellmon ja. dir mal vor. Ja? egal. Ach, siehst du, der Digimon-Film, oder? Den wir übrigens kann mit mir im Kino gucken. Wie? Also alle sagen irgendwie so, nee, will ich nicht im Kino gucken. Tja, musst du herkommen. Also kennst du ihn ja schon. Ist egal. Es ist, sind ja bis, ich glaube, 90% sind ja tatsächlich der originalen Sprecher. Gucke ich mir auch definitiv nochmal auf Deutsch an. Also, gerne. Das ist. Ja, aber du musst auch mit besuchen. Ich werde schon zweimal in Folge interessiert. Das stimmt tatsächlich. Ah, jetzt kannst du links zu Knack-Dingsbums gehen. Was Knack-Dingsbums? Ja, da. Ach, hier. Ach, das ist der ja schon. Komm mal, lad. Das kommt ja wieder mit seinen schwulen Wettstreits an. Können die uns nicht mal einfach irgendetwas geben, ohne irgendeine Gegenleistung haben zu wollen? So funktioniert die Welt nicht. Anscheinend nicht. Wow, er macht direkt erstmal Drachen auf. Okay. Aber was Drachen sind, ich weiß es nicht. Und du willst ein Gegner sein mit dem Raketenschädel? Loro zurückgehalten. Pantimos! Yeah, Pantimos ist jetzt unser Freund. Wie viele Facebook-Freunde haben wir jetzt mittlerweile eigentlich? Auch plus. Dann auf deine Freunde. Okay, du siehst da anscheinend das nicht so. Schade, ne? Egal, dann geht mal raus. Dann drauf geschissen. Das sollte ich jetzt nicht zählen. Aber es werden immer mehr, ne? Also jetzt gegen Ende, klar, ist wieder hart. Ja, okay, dann fehlen jetzt noch zwei Zonen. Aber ist schon okay. Oder speicher mal. Wir haben hier schon lange keine Aufforderung mehr dafür bekommen. Das stimmt allerdings, ja. Das wäre hart. Boah, ich hab gefallen, dass der weg ist. Boah, dann würde ich mich. Dann würde ich, glaube ich, Suizid machen, Alter. Nein! Nicht das Spiel beenden. Tree? So, steig in die Lure. Komm, jetzt kommen wir doch hoffentlich in die Magma-Zone her. Dass wir hier mal rauskommen. Endlich mal Feuerpunkte, ne? Oh ja. Wow, könnte die Lure noch unspektakulärer und langsamer sein? Wow. Das wird auch passen. Wir haben den Schalter noch nicht betätigt. Aber wir können ihn noch nicht betätigen. Ich dachte, wir rasen jetzt da einfach so mit Karacho durch. Are you fucking kidding me? Nee, ist das neu, ne? Für bitte die Lore. Wo kann man denn Ami eigentlich so umgehen? Ach ja, kann ich ja nur im Kampf einsetzen. Nee, müssen wir noch. Was sagt denn so? Ich kann hier einen Donnerblitz. Prüfen. Guck mal, da geht irgendwie prüfen. So, das ist das. Das ist das Schild. Tja. Jo, Diktri. Dann fragen wir mal Dr. Google wieder, wa? Dr. Google, ja. Danke, Google. König Diktri ist jetzt mein Freund anscheinend, wenn ich ihn angesprochen habe. Sehr schön. Ohne Gegenleistung ist er aber, und dann ist es Diktri. Stimmt, ja. Das ist du so. Diktri. So. Nochmal mit einem von denen sprechen, die vielleicht mit dem Knackding drin? Ah, danach kommt eine Spielzone. Knockodon! Nein, ich möchte nicht kämpfen. Boing! Hier ist halt auch nichts sonst. Du bist jetzt eigentlich mein Freund? Alter, diese Diese
fühlt sich an wie so ein Keks in meiner Hand, ey. Ich würde sie jeden Moment zerbröseln. I don't know where to go, man. Ich denke, dass ich Feuer machen muss, aber ich muss noch ein bisschen Feuer lesen. Okay. Hier ist Knagger. Keine Ahnung. Nein, nicht Ähnlichkeiten. Immer diese Gewalt. Ist das so zum Treffpunkt oder so? Kann das sein? Muss ich vielleicht zurück zum Treffpunkt? Lies doch mal laut vor. Sehr viel. Okay, du bist Analphabet, ich verstehe. Ich lese gerade von Anfang an. Lies schneller! Okay, Ratespiel gegen Timos. Bitte vervollständige meinen Namen. Alter, okay. N. Pantimos, da oben steht es. Vervollständige meinen Namen. Du bist Partimos natürlich. Steht ja gar nicht, ne? Ach Gott, ey. So, wir beginnen damit in die Schiene, dann fährst du dahin. Ich nehme den Namen nach den Dingen, so wie sie sind. Ist so. Das ist tatsächlich lustig. Mein Wort ist. Haben wir denn noch den, haben wir denn schon den Pimmel später bekommen von Goldfuss? Das Spiel haben wir ja schon gemacht eigentlich. Von wem? Und warum spielen wir das hier eigentlich mit dem Glumander? Keine Ahnung, wir haben Glumander ja noch nicht getroffen hier. Aber wir können ja offensichtlich. Achso, bei den Spielen kann man ja immer drauf, das stimmt. Ja. Okay, ich habe gerade das Rätsel. Ach nee, das Ding haben wir noch nicht besiegt. Wen? Wen? Nee, das haben wir. Oh, nee. Metagross? Wo soll denn hier Metagross sein? Ja, das Spiel haben wir schon gespielt trotzdem. Was? Was ist da los? Ist was? Boah, das ist aber assi. Das war gerade gemein. Da hab ich gedacht, Papa Timos. Da hab ich auch paar gesagt. Ich habe das Paar von Pantimos mitgezählt. Das war tricky. Okay. Achso. Sobald das Pantimos gebaut hast, will kaum mal Lard auch die Lore zurück. Okay. Demnach Abzug kommen. Ach nee, ja, wer ist denn kaum mal Lard? Das war doch der, wo wir schon waren, der Raketenkopf, oder? Ja. Den haben wir es doch schon gemacht. Da musst du kämpfen. Auch dann wird es die Lore rausgucken. Jetzt gibt nur noch das Minispiel dieser Zone. Das haben wir schon gemacht, oder nicht? Ja. Ich dachte jetzt, Pantimos immer noch am Ende. Ich spreche mit Plaudergeist, ich kann der mir was sagen. I'm trying, bitch! Also vielleicht müssen wir einfach nochmal da vorne in die Lore einsteigen. Kann das sein, dass wir so dumm waren? Und der uns einfach eine Cutscene gibt, wo Pikachu aussteigt, nur damit wir gleich nochmal einsteigen können. Wenn das jetzt so ist, ne? Dann esse ich den Controller. Deep Throat! Yeah, just call me Deep Throat. Deep Throat. Gross. Gross. Das ist super behindert, ne? Das ganze Spiel ist super behindert. Hier ist das Tunnel. Oh, prüfen. Alter. Ey, ich hasse es. Oh. Wie kann man nur so eine Scheiße machen? Wie kann man nur so eine Scheiße machen? Ey, ich fass es halt nicht. Willkommen in der Magmazone. Ja, geil. Endlich in der Magmazone.